13.10.2018. Der Filvo ist in Steckenborn beim Lichterlauf. Jo, das ist insofern doof, weil momentan das hier die Umleitung ist von der Baustelle in Strauch. Das heißt, wer als Motorradfahrer dann in Strauch der Umleitung folgt, der steht dann hier und darf nicht weiterfahren. Oder hätte man das Schild vielleicht dann während der Baustelle und der Umleitung abdecken sollen? Herr Stadtplaner, wie ist das? Nee, genau gucken, das ist nicht das Veranstaltungsplakat, das ist eine andere Sache. Das ist schön, dass du da bist. Ja, ja. Ja. Hi. Also ist es natürlich weiter durchlaufen, aber ja, klar. Hi. Prima. Ooh.
Vorsprung hast. Jetzt stempel. Okay, hat's eine Zweigkeit. Hallo, Hugo. Hi. Ja. Gott. Gott sagt so, jetzt hat er jetzt meine ganze Zeit drauf auf. Ja, mit. Hi. Da. Hör auf, du! Ja, Judith, ich bin entspannt.
dir. Dieses geile Foto heute.
Na, hoffentlich reicht das mit den Kuhglocken, dass der Copyright-Filter nicht anspringt. Das Copyright ist dermaßen im Arsch, hat sich kaum noch traut, das Zeitgeschehen komplett zu dokumentieren, wenn irgendwo irgendjemand im Hintergrund irgendwelche Musik spielt. Diese scheiß Gierhälse, das ist echt zum Kotzen. Die schämen sich ja nicht, dann rumzubitschen, nur weil irgendwo im Hintergrund völlig nebensächlich zufällig ihr Song halbwegs erkennbar läuft und meinen dann da Geld kassieren zu müssen. Zusätzlich zu den GEMA-Gebühren, die ohnehin schon der Veranstalter bezahlt hat. Fuck this shit. Scheiße, hier ist es die Hintergrundmusik vom Ziel. Das heißt, hier werde ich den Ton dann auch ausblenden.
7 und 3. Caro Hofram, Andrea Sengelen, Romit Steckenborn, Joachim Rosewisch, schon wieder. René Laposche. Thank you.